Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück. Heute schauen wir, was denn dein Traum bedeutet. Jede Nacht träumen wir, jede Nacht erleben wir Neues. Ja, wir sehen neue Träume. Das sind ja solche Filme. Ja, einige von euch können träumen, die anderen vielleicht doch nicht. Aber falls du Interesse an diesem Thema hast, möchte ich mich heute wirklich damit beschäftigen. Ich selbst träume sehr intensiv, oft sehr actionreich. Und ich bin selbst auch sehr gespannt, wie die Karten jetzt zu dem Thema Träumen sprechen werden. Vielleicht komme ich auch hier in Resonanz. Muss nicht sein, aber kann, je nachdem. Was ich heute noch zusätzliches vorbereitet habe, ist diese schwarze Kerze. Schwarz bedeutet nicht gleich irgendwas schwarzmagisches oder sonstiges. Das ist eine Kerze, die einfach brennen wird und die dafür da ist, dass ich mir anschauen werde, ob es irgendwas gibt, worauf ich achten muss, ja, wenn ich dann schon konkreter schaue, was sind das für Träume, ja, was gibt es da bei dir? Weil solche schwarzen Kerzen, die sind gute Kerzen für eine energetische Diagnostik. Du kannst ja auch solche kleinen Kerzchen kaufen und diese aufstellen und wenn die anfangen zu tränen, ja, sodass hier Wachs so vermehrt runterläuft oder die anfangen zu rußen, zu qualmen, da weißt du, dass da energetisch etwas nicht wirklich stimmt. Also gut, bevor wir beginnen, heute gibt es übrigens eine Position. Ja, es gibt nur noch eine Position, dafür werde ich aber tiefer in deine Träume, in deinen Traum eintauchen. Träume können es sein, wenn die sich immer wieder wiederholen, was ich hier habe. Ich habe hier ein wunderschönes Büchlein von David Fontana oder David Fontana. Die geheime Sprache der Träume. Entschlüsseln Sie die Botschaften des Unbewussten. Ja, in diesem Büchlein gibt es gute Inhalte, die auch vielleicht für dich interessant werden können. Und ich möchte hier nur ein wenig etwas für dich vorlesen. Jede Nacht, wenn wir schlafen, besuchen wir ein außergewöhnliches Reich, in dem die Regeln von Logik, Realität und Konventionen außer Kraft gesetzt sind. Die magische, geheimnisvolle Welt der Träume. Ja, diese magische, geheimnisvolle Welt der Träume, die wird sei es von vielen Kulturen, von spirituellen, esoterischen Richtungen unterschiedlich gesehen. Auch viele Wissenschaftler, auch Psychologen, sei es Sigmund Freud, haben sich dazu geäußert. Auch Carl Gustav Jung hat da etwas dazu erzählt. Ja, ich blättere nur ein bisschen, damit du so ungefähr reinsehen kannst, so gut es geht. Es geht hier sogar um Traumbeispiele. Ja, wie die Menschen hier geträumt haben und was das alles denn hier bedeuten könnte. Also, falls du Interesse hast, kann ich dir dieses Buch hier empfehlen. Und jetzt geht es schon an die eigentliche Legung. Was bedeutet dein Traum? Denk an deinen Traum und ich beginne. Kann sein, dass ich dann Einzelnes aufsplitten werde, wenn ich merke, dass die Energien zu geballt sind, sodass du dann konkreter schauen kannst, was für dich genau stimmig ist. Ist dieser Traum eher ein guter oder ein böser Traum? Es kann ja sein, dass du was Böses träumst, aber für mich ist es jetzt wichtig zu erfahren, was will es dir denn sagen? Will es dich einschüchtern? Will es dir helfen? Ist es dein Helfer? Ist es dein Freund, der Traum, oder ist es dein Feind? Genauso.
Ich improvisiere, denn ich hatte diese Lesung noch nie gemacht. Aus diesem Grund, lass uns einfach im Flow bleiben und das wird sich schon alles ergeben. Ist es dein Freund oder dein Feind? Schau mal. Hier möchte dir deine Traumwelt etwas aufzeigen, womit du dich doch noch konfrontieren sollst. Hier kann es sein, dass es hier um irgendeine Zerstörung geht. Es kann hier auch um irgendwelche Konflikte gehen. Um Konflikte, um etwas, was dir gezeigt werden muss, was du nicht mehr brauchst. Was du nicht mehr brauchst. Dir soll eine andere Perspektive gezeigt werden. Dass du anders handelst. Dass du nicht mehr in die Konflikte verwickelt wirst. Das will dir gezeigt werden. Und das ist wirklich mehr dein Freund, ja, der Traum. Das ist mehr hier die Absicht, dass du so schnell wie möglich zufriedener wirst, bessere Lebensqualität hast. Hier kommt noch die sechste Kelche. Sechste Kelche steht für Seelenpartnerschaften, für frühere Leben, für Erfüllung, für die Ahnen. Für etwas aus der Vergangenheit bis hin für die Kindheit. Eine schnelle Erfüllung, selbst aus der Kindheit hast du dir etwas ganz sehnsüchtig gewünscht. Und du dachtest, du musst dafür kämpfen, das musst du hier nicht. Ich merke gerade, wie ich in eine ganz tiefe Trance falle. Aber desto besser, ja, weil es hier auch um den Traum geht. Ich hoffe, ich schlafe nicht ein. Nein. Versuche mich wach zu halten. Dein Traum möchte dich dazu bewegen, dass du eine richtige Entscheidung, eine friedliche Entscheidung für dich selbst wählst. Du musst nicht mit den Umständen kämpfen, du musst nicht gegen Windmühlen kämpfen. Du bist kein Don Quixote, ja? Du brauchst nicht den falschen Idealen folgen. Du kannst du sein. Du darfst auch diese Wünsche haben oder einen Wunsch haben. Vielleicht ist es wirklich dein Kindheitswunsch oder das ist einfach dein Anrecht. Das ist dein Anrecht, es zu bekommen. Ich werde gleich schauen, was das genau ist. Hier geht es darum, dass du für dich einstehst, ohne zu kämpfen. Kämpfen musst du nicht. In deinem Kopf musst du eine Entscheidung treffen, du musst eine Idee bekommen, eine Einleuchtung, Eingebung und das wird schon reichen. Das ist wie solch ein Stopp. Ich weiß, Stopp, ich weiß. Ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß, wie ich das Ganze hier auflöse. Ich brauche das nicht mehr anzugucken. Ich weiß, wie das geht. Ich tauche noch tiefer ein, weil ich bin da jetzt bei dem Traum und danach werde ich dir einiges analysieren und erzählen. Was will dir dein Traum sagen? Es hat mit deinen Ängsten zu tun, mit Illusionen. Diese Ängste sind illusorisch. Dein Traum möchte dir deine Ängste aufzeigen. Er möchte dir auch deine Träume aufzeigen. Es geht hier um die Träume, die mit Ängsten verbunden sind. Ich meine solche Träume, man träumt, dass man etwas erfüllt bekommt, ja, nicht schlafen, damit meine ich das jetzt hier nicht. Das soll auch nicht nur reines Träumen sein, du sollst aktiv werden. Du sollst auch mehr wissen, was du brauchst.
Wenn du zerstreut bist, wenn das zu viele Träume sind oder Wünsche, die du hast, das ist zu viel an dem Wunsch. Das ist nicht ein Wunsch, das sind mehrere. Das muss ein Wunsch werden. Es muss ein Wunsch werden, sonst widerspricht es sich. Zielgerichtetheit ist hier die Lösung. Zu verstehen, was suchst du dir aus, das ist wichtig. Sonst hast du zu viel Bedenken, zu viele Bedenken, bis hin zur Angst, dass es nicht an Erfüllung geht. Was will dir dein Traum sagen? Geh auf die Entdeckungsreise. Hier spielt deine Intuition auch eine große Rolle. Versuche das mit dem dritten Auge zu erspüren. Das ist unser sechstes Chakra. Das ist unsere Intuition, das ist mehr ein Ahnen. Schau dir diese Karte hier an, die ruft von bei mir schon mal viele Bilder auf. Steht auch mehr für eben das sechste Chakra und das ist siebende Kelche. Du sollst aus der ganzen Fülle eins aussuchen. Und das soll dir am meisten bedeuten. Das möchte dir dein Traum sagen. Perspektiven gibt es immer. Die gibt es immer. Du brauchst nicht danach zu suchen. Das ist hier nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist die Konzentration. Und genaues Hinsehen. Genaues Überlegen, was du haben möchtest. Etwas, was dich noch mehr standhafter machen wird, stabiler, etwas, was dir noch mehr Kraft gibt, etwas, was genau deinen Regeln, deinen Vorstellungen entspricht. Nicht irgendwelchen Vorstellungen von den anderen, nicht irgendwelchen Abhängigkeiten von deiner Umwelt oder du sollst hier dich hier auch noch von den Abhängigkeiten lösen. Wenn dir besonders im normalen Leben eingeredet wird, du sollst so und so handeln, sollst du nicht. Du musst in dir innen drin suchen. Du weißt schon, wie du richtig handeln sollst. Hör auf deine Seele. Hör auf deine Intuition. Du hast die Klarheit in dir. Das, was dir von außen erzählt wurde, sei es von den Eltern, von der Gesellschaft, von irgendwelchen anderen Strukturen, das hat dich alles nur noch mehr überlastet. Das hat dich ein bisschen so in so einen Zustand versetzt. Ja, schau, was hat er da am Rücken? Ja, was hat er da so viele Anbindungen? Das ist die 10 der Stäbe.
die Karte der Überforderung. Das ist zu viel. Sich loslösen. An sich selbst mehr glauben. Und auch vertrauen, dass du den Mangel überwinden kannst. Hier geht es um Selbstvertrauen. Was ist denn Selbstvertrauen? Du vertraust dir selbst, dass du etwas bewerkstelligen kannst, dass du genug Ressourcen hast, dass du genug Stärke, dass du genug Energie hast, etwas zu erreichen. Was ist das noch? Emotionen. Hier kommt schon wieder die Sonne. Die Emotionen, die bringen dich womöglich etwas aus der Verfassung. Hier zweimal die Sonne, die ich hier sehe. Du musst dir im Klaren sein, dass deine Emotionen manchmal die Überhand haben. Besonders das dort, wo es mit diesem Traum zu tun hat. Da sind die Emotionen im Übermaß. Also das muss nicht sein. Du musst dir im Klaren sein, auch was du fühlst. Und unterscheiden können, was du alles unternehmen kannst und was du nicht unternehmen kannst. Und du kannst nicht alles unternehmen. Wenn du zu viele Wege hast, wenn du zu viel anstrebst, dann wirst du wie zerrissen und dein Traum versucht dich auf das Wichtigste aufmerksam zu machen. Das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Traum wirklich aus deiner Jugend. Hier kommt nochmal die Karte der Jugend. Und vielleicht sind das Träume, vielleicht ist das deine Art, wie du warst, wie du in der Jugend geträumt hast. Hier sehe ich die Sterne. Eine schöne Karte. Und diese Karte heißt die Jugend. Womöglich ein Traum aus der Jugend. Eine Haltung aus der Jugend. Wie du siehst, die Kerze verhält sich hier ganz gut. Ja. Es gibt auch gar keine Tränchen. Es gibt auch keinen Qualm bis jetzt. Das heißt, dass dieser Traum nicht bösartiger Natur ist, es ist alles in Ordnung. Versuch dich tatsächlich auf diese Sachen aufmerksam zu machen, die zum Vorschein kommen. Hinter deiner Maske bist du blind. Und das ist nicht schlimm, auch wenn du nicht alles weißt. Was ist das? Das ist interessant. Aus diesem Grund ist der Traum womöglich da. Weil es für dich eben nicht einfach ist, genau das zu entschlüsseln und das zu verstehen. Das wird auch versucht, dir eben auf eine andere Art und Weise über dein Unterbewusstsein anders zu zeigen. Du selbst. Schon wieder du selbst. Du selbst. Die Weisheit. Es geht nicht um irgendetwas im Außen. Hier kann dir wirklich die Weisheit mehr helfen. Du selbst mit deiner Erfahrung und deiner Weisheit, egal wie sehr du versuchst, dich zu verändern, deine Handlungen zu verändern, wichtig ist hier nur dieses innere Sehen.
mit deinen weißen Augen. Hier hast du sowieso eine Augenbinde immer. Wenn du nach außen guckst, siehst du nicht die Lösung, weil die im Innen ist. Es geht um deine Stärke, deine Stabilität. Es geht darum, dass du die Kontrolle übernimmst. Das heißt, dass du die Vergangenheit überschreibst durch die Weisheit. Und durch mehr strukturierte Haltung. Es ist toll, dass du denkst, du kannst dies und das haben und du sollst es haben. Man soll sich nicht wirklich etwas verbieten, aber dennoch schau, was ist wirklich deins? Ja, was ist deins? Denn wir hatten auch die Karten, die mir gezeigt haben, es kann sein, dass es von außen kommt. Dass jemand das gewollt hat. Ja, sei es manchmal, sind das die Eltern, die wollen, dass du einen bestimmten Beruf ausübst. Sind die Eltern, die mehr beeinflussen und uns irgendwelche Gedanken einpflanzen und wir denken, das sind unsere Gedanken oder das ist die Gesellschaft. Jetzt ist es an der Zeit, hineinzublicken und deine innere Stärke auf eine Weise, Art und Weise zu entdecken. Allein, schon wieder allein, Verwandlung, Lebensreise und Offenheit. Sei offen für diese Lebensreise. Ja, du hast jetzt schon Sehnsucht, womöglich Sehnsucht. Du hast hier die Gabe. Und eine Entscheidung im Reich der Träume. Wie schön. Eine Entscheidung im Reich der Träume. Das ist so wundermagisch. Triff eine Entscheidung, während du schläfst, im Traum, besonders wenn dieser Traum sich mal wieder wiederholt. Du sagst, das heißt, ich suche genau das aus. Oder ich erlaube nicht, dass es so weitergeht. Oder ich entscheide mich, weil du dich nicht entscheiden kannst. Und du träumst davon, dass du dich entscheiden musst. Und du sollst im Reich der Träume diese Entscheidung treffen. Denn du hast die Gabe, es zu bewerkstelligen. Und dann würde es womöglich auch dir etwas erfüllen, wonach du dich so sehnst, was schon lange dein Traum war. Bewusst sein. Sonnenkind, du musst es wissen, dass du ein Sonnenkind bist. Natürlich darfst du dir vieles erträumen, natürlich sollst du aber auch strahlen. Schatz der Erinnerung. Zufriedenheit und Lebensfreude. Für mich ist es hier auch eine Botschaft versteckt. Sei mit der Vergangenheit auch zufrieden. Schließe dort Frieden. Und schöpfe deine Lebensfreude. Sei es auch aus der Vergangenheit, aus dem, was du schon erlebt hast. Aus der Kindheit. Du kannst immer wieder dich daran erinnern, wie du warst. Ja, was du alles an dir hattest, das hast du immer noch. Aber jetzt nun bist du erwachsen und jetzt kannst du mir sogar deine Regeln vorgeben. Darum geht es hier. Du sollst ja eigenen Kodex erschaffen. Du bist jetzt hier diejenige,
die Macht hat über ihr Leben. Und das sollst du mit Lebensfreude ausführen. Hier kommt die Bienenkönigin. Das ist wie die Herrscherin. Ich wollte schon sagen, du bist die Herrscherin deines Lebens. Und die Bienenkönigin, sie versorgt ja. Sie ist da. Sie ist die Mutter aller Bienen. Du bist wichtig. Genau, du bist die Bienenkönigin. Entscheidung, Sehnsucht. Und hier kommt so eine wunderschöne Karte, Geheimnisse. Finde den richtigen Schlüssel und entschlüssele deinen Traum. Für jede von euch kann es etwas anderes sein. Ich finde diese Legung sehr zauberhaft. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir tatsächlich auch ein Feedback gibst. Und wenn es dir gefällt, dann können wir das Ganze nochmal wiederholen. Ja, und auch auf andere interessante Träume schauen. Für eine private Legung stehe ich dir zur Verfügung. Bitte abonniere meinen Kanal, gib mir ein Like. Wenn du Lust hast, kannst du eine kleine Spende durch diese Funktion hier unten entrichten. Die heißt Super Thanks und Super Dank an dich. Danke an, dass du dir auch Zeit genommen hast. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Jetzt wachen wir auf. Ja, jetzt ist Aufwachen angesagt. 1, 2, 3. Wir sind wieder wach. Mach's gut, meine Liebe. Bis zum nächsten Mal und ciao.